Heute hört ihr im zweiten Teil die Engelbotschaften für jedes Sternzeichen für den Monat Oktober. Und damit grüße ich euch. Wir beginnen mit der Waage. Erzengel Uriel bringt dir diese Botschaft. Offen und frei redest du mit den Menschen, doch zu deinem wahren Wesen bleibt die Tür zu. Öffne die Tür zu deinem Herzen und teile dich doch einmal den Menschen mit, die dir nahe stehen. Dann wirst du erkennen, wie befreiend es ist, wenn du deinem Freund einmal sagst, was dich bedrückt. Das kann dich nur erleichtern. Deine Devise für den Oktober. Öffne die Tür zu deinem Herzen, dann wird dein Leben leichter. Der Skorpion. Engel Babiel bringt dir diese Botschaft. Du stürmst mit Volldampf durch den Tag und durch dein Leben. Das Radio dröhnt dir die Ohren voll, weil du die Stille nicht erträgst. Halte doch einmal inne und schau zurück in dein Leben. Warum hetzt und rennst du denn so? Was und wer jagt dich denn? Du hast alle Zeit. Und die gehört nur dir. Deine Devise ist, lasse dir Zeit für das Leben. Liebe die Zeit. Es ist deine Zeit. Sie hat es verdient. Zum Schützen. Engel Adnachiel bringt dir diese Botschaft. Wenn du wütend bist, machst du dir Vorwürfe. Wenn dir zum Weinen zumute ist, glaubst du schwach und klein zu sein, weil man dich verletzt hat. Steh doch zu deinen Gefühlen mit Achtung und Respekt. Es ist das, was du empfindest und was du daraus machst. Deine Devise ist, wenn du keine Gefühle hättest, müsstest du über dich nachdenken. Hab Respekt vor deinen Gefühlen. Jetzt der Steinbock. Erzengel Haniel sagt dir, du schaffst und rackerst für deine Familie, sorgst und gibst ihnen so viel. Warum bist du nicht bereit zu nehmen? Dazu ist es an der Zeit. Das braucht dich weder verlegen zu machen, noch solltest du ein schlechtes Gewissen haben. Verabschiede dich von deinen Schuldgefühlen. Deine Devise lautet, es gehört zur Liebe, anderen eine Freude zu machen, aber auch in Liebe zu empfangen. Lerne die Liebe zu nehmen. Jetzt zum Wassermann. Erzengel Gabriel hat folgende Botschaft für dich. Weißt du, wann du das letzte Mal den Menschen, die du liebst, gesagt hast, dass du sie liebst und brauchst? Noch nie? Dann ist es an der Zeit, ihnen zu sagen, dass du dankbar bist, sie zu haben. Zeige ihnen deine Liebe und du wirst viel zurückbekommen. Deine Devise ist, danke den Menschen, dass sie für dich da sind. Jetzt zu guter Letzt die Fische. Deine Botschaft vom Engel Barchel. Und sie lautet, bestimmt hast du schon einmal gedacht, einen Freund oder Partner zu ändern. Und das ist fehlgeschlagen, weil es nicht geht. Du kannst andere Menschen nicht verändern, sondern nur dich selbst. Und du musst lernen, dich anzupassen. Aber das muss nicht unbedingt sein. Deine Devise ist, mach das Glück nicht von anderen abhängig. Dann kannst du jeder und es kann jeder so bleiben und leben, wie er ist. Das waren nun der zweite Teil mit den letzten 6 Sternzeichen. Und bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Herzlichst, eure Dirja.